Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rölpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge waren wir immer noch auf der Suche nach. Okay, warum, wenn ich zurücklaufe, laufe ich? Und wenn ich dahin laufe, renne ich? Was? Okay, keine Ahnung. Aber ja, wir sind immer noch mit Iris auf der Suche nach diesen kleinen Kindern, die irgendwie nicht weggerannt sind oder so, weil nicht schon wieder eine Woche her. Und ja, haben ein paar Monster geplättet und ja, jetzt sind wir hier. Und da sind die Kinder. Hier ist alles total bröckelig. Bestimmt wegen der Reaktorexplosion. Ich gehe. Kommt. Einfach so chillig. Ganz locker. Danke. Du bist echt cool. Ja, ich weiß. Also, gehen wir zurück? Okay, das hätte ich glaube ich noch letzten Part machen können. Aber okay. Ich wollte schon sagen, wo sind die Kinder auf einmal? Denk doch mal einer an die Kinder. So, okay, geh ruf vor. So, jetzt ich, danke. Also, ne, erstmal muss ich ein bisschen zurücklaufen und dann kletter ich da hoch. Aber passiert auch bestimmt, aber ja, ich wusste es. Den habe ich letztens schon gesehen, hat er nur da rumlag. Ey. Boah, ich will nur sehen, welche Zauber ich habe. So, welche Magie habe ich? Welche Magie hast du? Kann ich nicht gucken. Ich zähl auf dich. Komm schon. Gott. Oh Gott, geh weg von mir. Warte gar nicht. Ja. So, haben wir jemals Gebet eingesetzt? Ja, ne. Beim letzten Mal. Gratis Heilung. So, dann machen wir. Ah ja, stehen habe ich auch noch. Wie bist du so stark geworden? Wisst ihr, Cloud war mal Sit-ups, Push-ups und viel Saft. Streng geheim. So, warum kann ich nur laufen jetzt? Also gehen. So. Na gut. Kann ich nicht nachgucken, was ich von denen klauen kann? Ich glaube, wenn ich die analysiere, ne? Glaube ich. So. Der Weg war ganz schön weit bis zurück zu den Slums, oder? Oder ist das wortwörtlich da oben? Da gab da bestimmt noch was. Pass auf, ich liege doch niemals falsch. So, wo sind eigentlich die Viecher, die ich immer noch nicht analysiert habe? So, stehlen, Ether. Ja, machen wir mal, glaube ich. Ether gestohlen, Heiltank gestohlen. Okay, wir sind jetzt von zwei. Boom. Bin ich groß? Oh. Auch Soldat. Das kann man aber nicht so einfach. Stimmt's, Cloud? Ja, das ist mein Ding. Das bestimmt, oder Cloud? Die Kinder haben dich echt gern. Das war echt toll. Ich hasse Kinder. Ja, richtig klasse. Schwusch, schwusch. Das geht so. Usch, usch. Kapiert? Du machst das viel zu langsam. Schwusch, schwusch. Ich schwusch euch gleich eine, wenn ihr nicht den Mund haltet. Nein, erst schwusch, dann wusch. Nicht wahr? Stimmt's, Cloud? Ich hasse Kinder. Ich hasse alle Menschen. Lasst mich in Ruhe. Tiefer,
Was ist los? Nichts. Ja, ne? Tifa, ist das... Was überhaupt mit unseren Freunden? Deine Freundin? Nein. Jetzt bist du wieder sauer. Bin ich nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Verstehe. Gibt es irgendwelche Pläne, irgendwie wieder zu denen zurückzukehren? Irgendwie bis jetzt noch nicht. Soll ich auf den Arm nehmen? Das ist viel zu klein, das Schwert, Kollege. Geht nicht. Danke. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid. Hört ihr? Okay, versprochen. Hier, weil ihr uns geholfen habt. Ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck. Obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Cool. Ja, da habe ich überhaupt irgendwelche Nebenstories oder so? Ich glaube nicht, ne? Wo sehe ich das überhaupt? Warte mal hier. Aufträge? Nö, im Moment noch nicht. Da kommt bestimmt noch was. Was ist das denn für ein dämliches Spiel? Wer mehr gewinnt, der muss dann irgendwann da runter, oder was? Ich verstehe es nicht. Ich hasse Kinder. Komme ich hier wieder raus? Ich will hier nicht mehr sein. Hi. Keine Angst, euch passiert nichts. Hat doch gerade jemand gesagt, ich stamme nicht von diesem Planeten, ne? Hab dein Auge gehört. Nachher und so ein Typ ist ja aufgetaucht. Leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal, sieht aus wie eine 2. Tätowiert? Da fällt mir ein. Reunion. Ganz ruhig. Sieh mich an, Cloud. Eris. Sagt dir Sephiroth was? Der Held? Sephiroth? Ist er nicht vor 5 Jahren umgekommen? Es kam in den Nachrichten. Mag sein. Aber ich glaube, er lebt noch. Oh, verstehe. Cloud, gehen wir. Ah, vielleicht bin ich die Gestalt aus der Sage, die... Okay. Upp. Mein Papa hat gesagt, dass der Mann im Umhang früher mal ein Soldat gewesen ist. Ach, Quatsch. Hey, Cloud. Bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Wenn ich probiere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Willst du mal reinhören? Vielleicht ist was dabei. Oh, ganz unbedingt. Wir haben immerhin noch Zeit. Was zum Teufel? Was war da? Multitasking. Warum trägt das Kind da im Hintergrund ein Mokri-Outfit? Immer viele Infos. Kommt doch ab und zu mal vorbei. Ja, einen Moment mal. Guck mal, ein Mokri. Ihr könnt mich sehen, Kuku. Nein, das ist ein Kind, du Blöde. Kupo. Mein Name ist Mogi, Kupo. Mogris sind Fabelwesen. Kennst du denn nicht die Abenteuer von Mog, dem Mogri? Was? Da geht es um ein kleines Wald. Aber Mogis existieren neu in diesem Spiel. Er macht einen Laden auf, um alle glücklich zu machen. Und ich will genauso werden wie Mog und habe darum einen Laden eröffnet, Kupo. Mogis können nur von Menschen mit reinem Herzen gesehen werden, Kupo. Ich höre Goldshauser Musik im Hintergrund. Dazu habe ich nichts zu sagen, Kupo. Jedenfalls gibt es in meinem Laden nur Schätze und Raritäten, Kupo. Bei mir kannst du Mokri-Medaillen eintauschen, Kupo. Ah, okay. Erst musst du meinem Club beitreten. Ja, ich kaufe einfach so Sachen. Oh, ne? Oh, eine Medaille müsste ich bezahlen dafür, okay. Komm vorbei, wenn du Mokri-Medaillen hast, Kupo. Und was machst du dann mit all den Medaillen, Mogi? Ich mache mit ihnen alle Menschen glücklich. Ist auch Kupo klar.
Das ist immerhin meine Pflicht als Mokri. Verstehe. Wie Mok in der Geschichte. Ja, Fabelwesen sind doch Wesen, die gar nicht existieren. Weiter so. Alles könne. Aber Mokis existieren doch in Final Fantasy. Hallo? Und was machen wir jetzt? Das heißt, würde ich sagen, ein Tiger ist ein Fabelwesen, obwohl es eindeutig Tiger auf der Welt gibt. Das hier ist aber kein Vergnügen, sondern Arbeit. Ja, hörst du nicht die Musik? Und für Arbeit muss man immer maximal motiviert sein, Cloud. So kann man es natürlich auch sehen. Na, warum machst du es dann nicht einfach? Ist echt nicht schwer. Die Goldsauser-Musik im Hintergrund, die macht mich voll kirre irgendwie. Was ist das? Also irgendwie voll die nervtötende Musik, ey. Der Ort an sich ist auch sehr nervtötend. Soll ich das von dir kaufen? Da, Goldsauser. Seht ihr, ich kenne meinen. Ich kann mir noch einen Stab kaufen, cool. Sehe ich irgendwo, wie viel ich habe? Ach, da unten links 16. Ja, ich habe fleißig gesammelt, ne? Friedhofsschlüssel. Oh, ich weiß, wo das ist. Bestimmt diese eine Tür, ne? Emblem der Erlösung. Ist an der Anspielung an Fire Emblem. Das sieht aus wie der Emblemschild von Chrom. Einführung in die Schwertkunst. Der sich glaubt, Waffenpunkte vermehren lassen. Waffenpunkte vermehren lassen. Tiefers Waffenpunkte. Ist Iris Waffenpunkte vermehren lassen. Ach, das ist für jeden, okay. Ja, kann ich mir nicht für jeden leisten, leider. So, Cloud wird wohl. Ja, ich habe einfach WP dafür bekommen, okay. Ja, kann ich mir die Sachen hier alle leisten noch? Ether. Windhalstor für die AT-Leiste bei Kampfbeginn leicht auf. Ja. Ich habe noch einmal die auf die Träger, wenn die TP wäre, der kaufen wir mal. Aber nicht. So. Danke für deinen Einkauf, Kupo. Mit deiner Hilfe konnte ich schon einige Medaillen sammeln. Mit denen kann ich jetzt viele Menschen glücklich machen, Kupo. Klingt gut. Er verhökert die doch irgendwo auf dem Schwarzmarkt. So verkrampft. Gut. Niemals. Mach mich glücklich. Ich will Spaß haben und lachen. Dafür bräuchte ich noch viel mehr Medaillen, Kupo. Oh nein. Ich will Spaß haben. Müssen wir schnell noch welche suchen gehen, Cloud. Viel Erfolg, Kupo. Ich hasse euch alle. Ja, es macht voll Spaß, sich in Clouds Charakter so rein zu finden. So. Da ich ein paar Punkte mehr habe, gehen wir mal direkt aus, ne? Natürlich habe ich jetzt einen freigeschaltet. Ich dachte, ich kann jetzt hier wieder ein bisschen viel einkaufen damit, aber nee. Physische Attacke plus 16. Zusätzlicher Materia-Slot. Hallöchen. Na, guck mal. So, das heißt, das Schwert wird auch bis zum Ende noch irgendwie hilfreich sein, habe ich so das Gefühl. Wenn dann immer wieder irgendwie, weiß ich nicht, stärker wird, mehr Materia Slots bekommt und so. So. Zusätzlicher Materia Slot. Boom, okay. Und Iris hat auch eine neue Waffe. So auch hochleveln. 45, alles klar. Zusätzlicher Materia Slot, cool. Erwischt Feuer-Elementar-Attacke, Blitz-Elementar-Attacke, Wind-Elementar-Attacke. Wir haben ja ihr Wind ausgerüstet, also warum nicht? So, haben wir MP Maximum plus 10, ja. Plus 10 und dann habe ich magische Attacke, glaube ich, gesehen. Und dann nehmen wir noch den hier mit. Cool. So, dann direkt einmal ausrüsten. Macht der Unschuld für deinen magischen Flächenangriff auf Gegner im Wirkungsbereich aus. Wir müssen zwei Gegner treffen. Ja, da wird aber kein Problem sein damit, ne? Gut, das hat genauso viele Dinger, ne? Das ist magisch stärker. Das ist physisch stärker.
So, und wir können jetzt eine Sache mehr hier ausrüsten. Heilen, stehlen, Analyse, Effizienz blocken. Ich würde sagen, noch irgendein Angriffszauber, ne? Oder haben wir noch irgendwas? Vision. Provozieren. Die Sekunden Ablenkzeit. Ja, so unbedingt brauchen wir halt jetzt eigentlich nicht, ne? Ich würde sagen, wir nehmen Gewitter einmal zum Hochleveln. Alles klar. So, jetzt haben wir diesen Schlüssel, ne? Ich würde sagen, dann gehen wir mal und tun diesen Schlüssel hier eintauschen. Benutzen. Und jetzt nur wüsste, wo das nochmal war, ne? War, glaube ich, noch weit weg, ne? Ne. War noch ausgegraut irgendwo. Slums von Sektor 5. Hier. Warte mal, wo bin ich? Okay, das ist da unten, alles klar. Gut, dann gehen wir aber erstmal hier die ganzen anderen Quests noch einsammeln, ne? Und dann machen wir uns auf den Weg zu diesen, zu dieser Tür, weil da war eine ganze Menge Sachen, glaube ich, die man sich da holen konnte. Und die will ich haben, die will ich alle haben, ja, ja. Gespielt, er hat geführt, Spiel wird sowieso nicht einfacher, also ja. So, dann sehen wir erstmal, was müssen wir überhaupt storymäßig machen jetzt? Randalierende Waffensysteme, randalieren. Universaler Söldner, ich soll wahrscheinlich hier Quests machen, ne? So, du. Na, hast du noch mehr Blumen? Dieser Ex-Soldat, von dem alle reden? Cloud, richtig? Jetzt ist er ein Alleskönner. Fräulein Furia... Nein, ich war schon vorher einer. Das bin ich. Sehr sogar. Die Kinder, die ich heute auf den Rundgang geschickt habe, sind noch nicht zurück. Der Unterricht hat schon längst angefangen und keiner ist da. Rundgang? Ah, die Nachbarschaftshilfe der Kinder vom Helmchenhof, richtig? Genau. Als Dank für Spenden gehen sie Müll aufsammeln, Besorgungen erledigen oder zeigen sich anderweitig erkenntlich. Ihr habt sie nicht zufällig irgendwo in der Gegend gesehen? Ah. Dabei habe ich heute Abend doch Pläne und muss mich noch vorbereiten, wisst ihr? Wir könnten sie ja suchen gehen. Oh, wirklich? Das würde mir sehr helfen. Es sind 5 Frechdachse, die noch nicht zurück sind. Sie haben selbst gebastelte Schwerter dabei. Daran erkennt ihr sie sofort. Ah, dann weiß ich, wo einer von denen ist. Ah, Aris. Oh, sehr gut. Wie gefällt euch unsere oh. Dekoration? Die Kinder haben sich viel Mühe gegeben. Das sieht man. Sehr schön. Nicht wahr? Ach, da fällt mir ein. Ich habe gesehen, wie jemand von Shinra in Richtung deines Hauses gegangen ist. Oh Gott. Du weißt schon, einer dieser unheimlichen Typen in Schwarz. Die Turks. Kann es nicht endlich Nacht werden? Meisterflorist, okay. Oh, habe ich die richtigen Blumen ausgesucht oder was? Keine Ahnung. Konnte man halt irgendwie vermasseln? Weil ich diese einen Dinger da nicht mitgenommen habe. Ne? Hm. Hey, warte mal. Das ist nicht. Ne, das ist das nicht. Das ist. Diese, oh Gott, nein, der sieht voll rude aus. Ne, den gehe ich mal aus dem Weg. Den Witz versteht er jetzt noch nicht, aber ihr werdet es bald verstehen. Hey, du hast ein Schwert. Herr Soldat, willst du dir die Geschichte etwa auch anhören? Jetzt, wo der Reaktor zerstört ist, soll es wieder Krieg geben, sagen sie. Warum freust du dich dann so? Solltest du nicht erst was anderes erledigen, bevor du dir darüber Gedanken machst? Stimmt, ja, der Unterricht bei Fräulein Furia. Ich muss. Aua, schubst dich nicht. Ja, tut weh, pass auf mit dem Schwert. So, ein Kind schon mal gefunden. Na, schon direkt das nächste. Alter. Huch, Cloud? Und? Wie läuft die Patrouille? Die Slumbewohner sind alle total aufgeregt. Bestimmt ja, ich sehe es. Explosion im Reaktor. Das hast du gut beobachtet. Ob ich in der Katze gelaufen? Entschuldigung. Aber hast du nicht etwas vergessen? Der Unterricht! Ich muss schnell zurück zum Helmchenhof! Blöd seid ihr eigentlich.
So, ich will jetzt aber immer noch diesen einen Ort finden. Der war doch irgendwie ausgeraut. Oh, warte. Hier sieht auch irgendwie da. Also warte, ich hole mir erstmal die Truhen. Oder was auch immer da war. Ich glaube, da waren Truhen hinter. Aus dem Weg. Ich hoffe, ja, ich kann jetzt hier raus, ne? Ohne dass jetzt hier irgendwie Iris kommt und sagt, hey, wir können ja nicht raus. Das ist verboten. Hey, das darfst du nicht machen. Blablab, ist verboten. Du, geh zum Unterricht. Bildung ist wichtig. Ich bin sehr erfreut, Sie zu treffen. Mein Traum ist es, so stark wie ein Soldat zu sein. Ich sehe zu den Soldaten auf. Da hast du dir ja was vorgenommen. Nun, wir befinden uns in einer ernsten Lage. Der Mako-Reaktor ist explodiert und viele Kinder haben dadurch ihre Eltern verloren. Ja, ups. Vielleicht kommen sie ja in den Helmchenhof. Ja, aber das Fräulein Lehrerin hat dann auch mehr Arbeit. Das Fräulein Lehrerin sucht übrigens nach dir. Das habe ich total vergessen. Ich kehre sofort zum Helmchenhof zurück. So, das ist der nächste Fest, ne? Ja, was gibt's denn? Ich wurde von 5 Kampfmaschinen von Shinra verfolgt. Sahen aus wie Augäpfel. Sie sind in die Seitengasse verschwunden. Aber wer weiß, wann sie wiederkommen. Deshalb brauche ich jemanden, der sie ausschaltet. Na, kennen wir jemanden? Ich danke dir. Okay. Vielen Dank. Die Dinger riefen, Eindringling lokalisiert und stürmten in die Seitengasse. Sei bloß vorsichtig. Ja, ich habe schon. Aber erst einmal... Ich muss sowieso da hin. Okay, cool. Das ist nämlich doch perfektes Timing. Haben wir wieder was gelernt. So, wo sind diese Einviecher, die ich noch nicht analysiert habe? Das kotzt mich an, ey. Ich sage, die mir noch einmal irgendwie beim Weg gelaufen sind und dann habe ich sie einmal nicht analysiert, ey. Wo geht mir da der cool? Können die respawnen? Der Merk ganz schön broken irgendwie. So. Okay, hier ist das. Also muss ich suchen. Alles klar. Dann suche ich erstmal da in den, wo die Schätze sind. Wollte ich gerade sagen. Hier, ne? Was? War das nicht? Friedhofsschlüssel, ein Schlüssel mit zum Slums. Ach, das ist das nicht? Boah. Ein anderer Eingang? Nee, ne? Friedhof. Was meinen die dann dieses eine Gebiet hier? Was hier ausgegraut war, dieses ganz dicke hier. Blumenduftpfad, nee. Zentrum. Tal der Dämmerung. Friedhof. Aussichtspunkt Stahlberg. Straße der Besinnlichkeit. Aber irgendwann muss ich auch irgendwie wieder dahin kommen, ne? In die Kirche, ja, ne, ich kann mal irgendwie da in die Kirche zurückkehren. Pfad des Mutes. Ja, wir sind ja noch eine Weile hier, glaube ich. Ich meine, aber noch, was ist noch eine ganze Weile in diesem Gebiet hier. Also wie ich das Spiel kenne, wird das wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen hinausziehen. Hi. Nein. Kampfmusik hat noch nicht mal begonnen. Hey! Oh, Hilfe! So, setz mal dein Dings ein hier. Macht der Unschuld. Oder auch nicht. Gute Arbeit. Da waren sie schon tot. So. Kriegen wir noch hin. 5 Minuten. Komm. Kriegen wir da bestimmt noch hin. Dann gucke ich mal, ob ich in die Kirche zurück kann, um mir diese eine Materie dazu holen, die noch am Boden lag, die ich noch nicht erreichen konnte, weil da Geister vorher waren.
Ich meine, wenn ich schon mal hier bin, ne? Also, ich meine, das ist noch ein ganzes Stück zu laufen, aber komm. Wo wir uns auch noch, wenn wir jetzt wohl da reingehen können, ne? Jetzt, wo die Turks da weg sind. So. Entschuldigung. Da. Okay. Hi. Das sind die schon, aber ich muss doch 5 von denen erledigen, oder? So, Turbo-Ether kann ich von dir klauen. Cool. Der ist für dich. Gib dir so einen Ball in die Fresse von jemanden. So, ich muss ja. Ich muss euch beide treffen, ne? Mach mal einfach. Macht der Unschuld. Blick und Sieg. Ah, Geschicklichkeitsbonus. Ich merke gerade, die Angriffe sind wirkungslos. Aber egal. Aber der Angriff bringt ja was, also. Oh. Wenn man alliert. Irgendwie treffe ich damit nicht. Ah. Lass mich mal und dann ziehe ich voll an denen vorbei. Wirksam Wind, sagt er doch gleich. So, Airo. Ins was? Wir haben so ein Schild um sich herum, ey. Okay, ich sollte mich vielleicht mal heilen. Hier überhaupt keine Musik oder so ist, ne? So, macht der Unschuld. Frisst er das. Geschicklichkeitsbonus, sehr cool. Oh, Subspecies haben auch abgeschossen. Warte mal, bist du gerade abgehauen? Ne. Ah, du. Hier haben irgendwie ein Schild, in dem ich nichts machen kann. Okay, nein. Alter. Was ist denn das? Sag mal. Ich da einmal Magie gegen einsetzen, oder was? Es ist vollbracht. Ja, gut. Wie Auftrag abgeschlossen? Nee. Nicht sein, hat er gesagt 5. Kannst du nicht Gebet außerhalb des Kampfes einsetzen, dann will man keine MP verbrauchen. Okay, dann setz wieder ein. Okay. Boah. Nein, eine Box hat überlebt oder auch nicht, keine Ahnung. Ich renne noch mal ganz schnell zur Kirche zurück und hoffe, dass Materie nicht von Hi. Von Geistern wieder beschützt wird. Oh, nicht schon wieder. Oh, was? Okay, die waren schon. Was? Keine Ahnung. Lästig. So. Irgendwo hier waren noch diese Gegner, die ich nicht analysiert hatte. Ne? Also muss ich die ja wieder irgendwie hier irgendwo treffen. Hi. Nichts überstürzt. Da sind noch welche. Sag mal, ja doch. Also, wie viele kommen denn da? Ins Gesicht. Wart, oh, du. Ich hab meinen super Angriff hier mit so einem blöden Angriff hier abzubrechen, ey. Ah, geh weg. Gute Arbeit. Ich bin ja meinen vollmächtigen Angriff hier am Ausführen. Die hauen mich einmal. Ja, abgebrochen, ey.
gibt's nicht. So, wir, ich komme da nicht an die Materie ran. Ich gehe da umsonst lang. Standsfeuer übrigens nicht da. Warte mal, jetzt auch eine Mission. Oder? Nee, das sagt mir nur, ich soll da hingehen, ne? So, mal kurz abchecken, ne? Nichts Neues, ne? Ich dachte jetzt, weil ich wieder ein bisschen weiter bin, dass ich jetzt irgendwas machen kann, aber nö. So, wenn er wohl jetzt zurückgehen können, oder? Halt. Ja, die Tor habe ich schon geöffnet. So. Ich hoffe, selbst wenn ich da einkomme, dass das auch lohnt, ja, Materie. Mir ist aber eine gelbe Materie, also es hat irgendein Kommando. Komm schon, Feindes können, Feindes können, Feindes können. Das war einer meiner Lieblingsmaterie. Dann kann ich Zauber von anderen Gegnern lernen. Blaumagie. Meine Lieblingsart von Magie in Final Fantasy. Dann kann ich 1000 Nadeln und also was einsetzen. Von Kaktoren. Und die müssen mal wieder an Final Fantasy Tactics rausbringen. Das war meiner Meinung nach das beste Game Boy Advance-Spiel aller Zeiten. Ey. Und sie allein. Clan erstellen, verschiedene Rassen, als Echsen, Echsenviecher, keine Ahnung, so Walhunde, Kreuzungen, was weiß ich. Aber du konntest ja einen eigenen Clan erstellen, mit konntest den allen spezifische Jobs geben und so. Auch voll awesome. So. Aria scheint sich abgeregt zu haben. Joink. So, da, guck mal. So, bitte sei es wert. Chakra. Aber das habe ich doch schon. Ah. Ah, was anderes ist ja nicht, ne? Chakra, was soll ich denn mit noch ein Chakra? Ja, denkst du ja, findest irgendwie was richtig Geiles, ne? Dann kriegst du sogar was Doppeltes, was du schon irgendwie vorher hattest. Damit ist Tifa hatte das schon im Inventar drin, als ich sie bekommen habe in meiner Party. Also hat hätte sie nicht verpassen können. Warum geben die mir ja noch mal so was dann? Na gut, dann muss ich aber sagen, ich bin den Party ab. Ich renne den Weg jetzt mal zurück hier hin. Und dann machen wir weiter mit dieser einen Mission und na, die sind auch hier nummeriert. Oh, cool. Oh, da fehlen noch 3 Stück anscheinend. Ja, wir machen mal weiter mit den Nebenstories in der nächsten Mission. Dürfte ja wohl nicht so lange dauern, ne? Also ja, ich sehe euch dann in der nächsten Folge. Lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar, das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, hoffentlich. Tschüss.